Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video von News2PP. Fangen wir einfach mal ganz kurz damit an mit den Upload-Planen. Diese Woche hat sich etwas geändert, falls ihr es vielleicht mitbekommen habt auf meinem Channel. Ich zeige euch das einfach mal kurz, den aktuellen Sendeplan. Denn News2PP ist ja eigentlich so gedacht von meiner Sicht her, dass ich euch die neuesten Informationen zu meinem Channel preisgebe. Also, wie gesagt, in dieser Woche gab es etwas Neues, das war, es gab nur zwei, sag ich mal, Let's Plays in Anführungsstrichen. Das war zum einen der LS17 mit der Feuerwehrmod und Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Dann steht da auch noch Stranded Deep. Ja, Stranded Deep gab es die Woche schon gar nicht mehr. Also, es ist schon eine Weile her. Ich kann ja kurz mal schauen, wann das letzte Video war. Ich glaube, das sind schon 3-4 Wochen oder so. Also jedenfalls ist es schon eine Weile her, wo ich das letzte Stranded Deep Video erstellt habe, beziehungsweise hochgeladen habe. Also hier, vor einem Monat sogar. Oh, meine Güte. Nee, halt. Das kann ja nicht sein. Ich glaube, das letzte war doch das mit dem Schiff. Genau, vor 3 Wochen war das. Es ist aber immerhin eine längere Zeit. Falls ihr euch jetzt denkt, warum ich Resident Evil nicht weitermache. Also, es wird jetzt auch nicht so geschaut auf meinen Kanal. Also, denke ich einfach mal, dass ihr das auch nicht sehen möchtet, denn eher wird die Feuerwehr vorgezogen auf meinem Kanal, finde ich auch. Und es wird auch am häufigsten geschaut. Von daher mache ich LS17 und Notruf 112, die Feuerwehrsimulation, erstmal Standard weiter auf meinem Kanal. Aber, liebe Leute, ich verspreche euch, es wird weitergehen mit Stranded Deep, weil das wurde auch von meiner Sicht mehr geschaut als Resident Evil. Das kann man natürlich auch verstehen, denn Resident Evil ist jetzt auch nicht so für jedermanns Klasse geeignet, denn es ist schon ein Spiel, das einen wirklich mal so vom Sessel hauen kann, denn es ist ein Horrorspiel und ich glaube, das ist auch nicht für jeden so geeignet. So, das war erstmal das alles zum Uploadplan. Falls ihr noch Fragen habt oder sonstiges, Meinungen etc. pp., schreibt es doch gerne unter diesem Video in die Kommentare. Oder ihr sagt so, ihr möchtet was anderes sehen, was Neues, oder soll ich den Kanal einfach mal umbauen sozusagen, dann schreibt gerne alles unter diesem Video in die Kommentare. Ich würde mich selber freuen. Dann komme ich mal kurz zu den aktuellen Abos. Ich habe aktuell 6310 Abonnenten auf meinem Kanal. Also von Tag zu Tag werden es immer mehr. Es steigt und steigt und steigt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur ein schönes Gefühl. Es ist cool zu sehen, dass man über 6000 Abos hat und dass die Videos so gut ankommen. Natürlich gibt es auch Hater-Kommentare, die man natürlich auch nicht verhindern kann. Man kann es natürlich auch nicht jedem recht machen, aber wenn da wirklich Hassreden und so weiter erscheinen unter diesen Videos, dann kann man auch bloß noch Kopf schütteln oder sagen, was hat der da jetzt geschrieben, was hat der gegen dich oder gegen mich halt in meiner Sicht jetzt. Das kann man nicht verstehen. Und ich habe jetzt auf diesem Kanal 1,7 Millionen Klicks und ich glaube, das sind 370, 380 Videos, die ich jetzt aktuell auf diesem Kanal habe. Das ist schon wirklich gigantisch. Und ich habe den Kanal erst seit letztem Jahr im März, am 10.03.2016 habe ich diesen Kanal erstellt. Und jetzt sieht man hier schon seine große Zahl. Natürlich ist 6000 jetzt nicht groß, aber für mich finde ich das schon wirklich, dass ich schon was geschafft habe. Das ist wirklich schon eine außergewöhnliche Zahl. Ja, das ist eigentlich alles zu den neuesten Informationen dieser Woche. Also, liebe Leute, wie gesagt, zum Thema Uploadplan, falls ihr noch Fragen habt oder Meinungen, dann schreibt so gerne unter diesem Video in die Kommentare. Oder soll ich den Kanal umstellen, dann könnt ihr das auch gerne unter diesem Video in die Kommentare stellen. Ich probiere euch zu beantworten, also die ganzen Fragen und so weiter. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von News2PP. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich für einen Daumen oben freuen. Oder natürlich auch ein Abo, ist natürlich kein Muss. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen und einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.